geschossen wurde. Ja, dann war das so was wie eine UNO hier sozusagen. Wird. Ja, was könnte man sagen, aber es war doch ganz anders. Wenn auch diese Leute von ganz Europa hierher geströmt waren, so waren sie doch nicht davon besessen, nun Arbeitssitzungen und Protokoll und Programme zu absolvieren, sondern die gesellschaftliche Begegnung stand hier auch im Vordergrund, nicht? Sie haben sich mit dem getroffen, dem sie sympathisch waren, und mit dem sie es nicht so hatten, da haben sie eben ihre Sekretäre geschickt oder haben Briefe geschrieben, trotzdem sie Tür an Tür wohnten. Also so ist das vonstatten gegangen und darum war ja auch diese ganze Verhandlung so furchtbar lang. Münzische Bevölkerung, das kann man vielleicht sagen, die war eigentlich von diesem ganzen Kongress eigentlich ein wenig enttäuscht, weil gar kein Ende abzusehen war. Ein Fest am anderen. Und da fragt sich natürlich die braven Bürgersleute, ja, wann verhandeln die denn nur? Und das haben sie dann so zwischendurch mal gemacht, wie man so im Volksmund sagt, zwischen Suppe und Kartoffel vielleicht, wer kann wissen, leck.